Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir fahren hier vom Campingplatz am Mondsee aus zur Rundfahrt um den Irrsee. Und das ist keine besonders lange Strecke, vielleicht kommen wir auf 20 Kilometer. Aber wir wollen die Landschaft genießen und die Tour selbst. Hinten ist der Zöller See, wie er auch genannt wird, der Irrsee zu sehen. Ja, etwa 3,5 Kilometer bis hier zur Südspitze des Sees. Welche Entdeckung hast du denn gemacht? So sieht Wollgras aus. Das ist das Scheidenwollgras. Das wächst in Muren. Ja. Gesunde Hühner in einem gesunden Land. Die Nordspitze haben wir jetzt umrundet. Und jetzt geht's auf der Ostseite wieder gen Süden. Jetzt sind wir in Leitha. Hi. Hast du dir Begleitschutz ausgesucht? Wir sind jetzt hier an der Rentnerbank am Irrsee und machen eine kleine Rast. Schmecken die Riegel? Ja. Geht so, ne? Ja, ein bisschen süß. Wiener Schnitzel geht anders, ne? Ja. Punkt 12 Uhr. Unsere kurze Rast ist gleich beendet und dann fahren wir die restlichen Kilometer noch bis zum Campingplatz. Die Nordspitze des Sees liegt jetzt rechter Hand. Also hier gibt es Kartoffelsalat, dann gibt es Fugo, Chili con Carne, Bacon, Käsekreiner, Knoblauchbrot. Gibt es noch Leberkäse? Spieße. Halloumi-Späße gibt es? Spieße. Ach gut. Mal die aktuelle Uhrzeit: 12.20 Uhr. Die Läden machen hier um 12 Uhr zu.
wie ausgestorben hier. Da steht ein ganz wademutiger. Es geht da auch ins Wasser. Das ist eine schöne Allee hier. Ja, was sehen wir denn? Naturradler, Gasser. Gut, die sind jetzt zum Hafen eingelaufen. Ne? Aber nicht mit dem Boot, sondern mit unseren Rädern. Ja. So eine kleine Rast im Schatten ist auch mal was wert, ne? Ja. Mit einem wohlschmeckenden Gösser Radler. Ja. Was sagst du denn dazu? Ja. Warum? Komplett gut. Bin rundum glücklich. Wie sagt der Österreicher? Passt schon. Passt. Und hier haben wir das Südufer voll im Blick. Wieder eine dieser herrlichen Alleen. Campingplatz voraus. Angekommen.